Nun überschätzt euch mal nicht. Noch sendet keine. Aber ich gebe euch das hier. Befolgt stets die Regeln. Oh, wir kriegen was. Beef Jerky. Geil, Beef Jerky schmeckt voll geil. Was? Beef Jerky, das getrocknetes Rindfleisch. Ja, Speck, oder? Nein, kein Speck. Das ist ganz, ganz mager. Gibt vom Rind und vom Schwein. Mein Beef ist vom Rind. Das schmeckt voll geil. Okay. Wow. Das gibt bei uns in der Nähe von so einem Metzger. Das schmeckt voll geil. Das ist so hart. Du schreibst dann immer so kleine Stücke und ich schmeckt einfach voll geil. Aber es gibt auch einen Discounter zum Einkaufen, mal. Schmeckt voll geil. Ja, ich hab schon verstanden, glaube ich. Sehr gut. So, Captain ist nicht da, oder? Kein Captain. Da kann ich mir noch nicht durchschauen. Ich dachte, ich könnte da mal durchschauen. Das muss ich ja probieren. Können wir gleich hier nochmal machen? So, sieh mal. Man spricht hier rein und kann mit jedem an Bord reden. Ganz cleveres System. Puff, 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 puff. Du musst schon puff, puff. Puff, puff, puff. Genau, süß. Puppi, oder wie heißt Pui. Das? Pui scheint zu denken, dass hier etwas, was das hier drin etwas sei. Nein, süß! Okay, in die Bücher haben wir gar nicht geschaut. Wer ist das auf dem Foto? Er sieht aus wie ein Matrose, aber das Gesicht kommt mir bekannt vor. Könnte das der Kapitän sein? Ein Bild von ihm, als er jung war? Er war sehr attraktiv. Was ist denn da los, ey? Er war wirklich attraktiv. Bestimmt war er früher beliebt. Ja. Okay, da geht's in den Saloon jetzt. Aber wir müssen das Deck schrubben, aber was soll ich machen? Da ist nichts zum Schrubben da. Was ist mit dir los? Die Musik fängt. Echt? Also, das finde ich, das ist eine lame Musik. Also, ich spiele wirklich super Musik, finde ich. Aber das war doch jetzt lame. Wir können da vielleicht rein. Oh, no! Weil wir den Schlüssel haben. Wir dürfen rein. Ach, stimmt! Geile! Geil. Gold! Ein Goldbad! Ja, das ist Gold! Oder schon ein Gold! Guck, der Spiegel spiegelt sogar! Geil. Der spiegelt sogar! Das ist ganz selten spielen, das Spiegel. Krass geil! Mein geliebter Gatte ist nur etwas überreizt. Seit unserer letzten. Was? Langsam. Seit wir unseren geliebten Sohn verloren haben, ist er. Schwermütig. Unsere letzte Reise nach. Langsam! Unsere Reise nach Neuparm hat seinem Herz Linderung verschaffen. Verzeih, dass ich dich mit meinem Koma behellige. Oh weh, ach Gott, ach Gott. Okay. Es besteht doch keine Beziehung zwischen der niedrigen Existenz eines Parschen und Menschen wie mir. Was schwafelst du von Pilarino? Du bist doch noch am Leben. Meinen Sie mich? Okay, labert wirklich ein bisschen Milch. Ja, aber es ist komisch. Das Sofa, Goldsofa, stell im Ort vor. Was? Aber oh. Das Bett. Doch nicht dich! Denn da drüben, der Puff sagt, er sieht genau aus wie mein verstorbener Sohn. Wer? Pui? Das müssen wir zusammen sagen. Wer Pui? Er ist auf drei, okay? Puff. Die ohrenherzige, coole Augen. Das Profil jeder Zug, mein Sohn. Pilarino! Puff. Creepy. Krass, okay. Nee, das ist creepy. Raus, sag ich schon mal schnell. Du wolltest Puff nur klären, Wille. Pui. Puff. Das gleiche Zimmer ist ja noch. Oh, geil. Eine Frau. Oh, hallo Pasche. Die Badewanne in dieser Kabine ist schmutzig. Sei bitte so gut und reinige sie. Jawohl, ne Frau, sofort. Oh, ich bin so froh. Ich käme um, wenn meine Kabine nicht makellos sauber wäre. Oida. Ich hab's ja auch gern sauber, aber man kann ja auch übertreiben. Okay. Okay, ich kann was machen. Tja, muss ich wohl sauber machen. Hä? Was meint die bloß? Schmutzig? Sieht doch sauber aus. Eigenartig. Vielleicht meint sie ja den winzigen Fleck da. Ha! Bloß diesen winzigen Fleck da? Tja, muss ich wohl sauber machen. So, das war's. Einmal geschleckt, oder? Aufgeschleckt. Ist im Klo noch irgendwas? Nee, Klo gut, alles gut, ne? Hinten ist ein Buch. Irgendwas machen. Oh, was war das? Was war das Ding hier? Ich weiß nicht. Das Bett sieht auch ungemütlich aus. Mal, das hat sich gemacht. Geil. Echt eine hübsche Kabine. Ich glaube, auf der Reise kann man es aushalten. Wow, wirklich unglaublich. Was diese Kabine wohl kosten mag. Für den Preis dieser Kabine konnten 10 Leute zweite Klasse reisen. Oh, okay. Krass. Die Frau kann fragen, ob sie sauber ist. Danke, dass du meine Badewanne gereinigt hast. Jetzt fühle ich mich viel besser. Mal. So viel kann man Frauen glücklich machen. Gute Arbeit. Ich habe leider nur 25 Gold. Gold.
Bitte nehmen Sie. Oh, kein Geld. Haben wir es gekriegt? Scheint so, ja. Ich weiß, ich habe kein Tilling gehört oder sowas. Wenn man Geld im Dungeon aufsammelt, weiß man es auch nicht. Echt nicht, oder? Ja. Okay. Meine Schwester ist ein bisschen verbrannt. Zu einer Grill. Ja. Ah, ein junger Schiffsjunge. Ich reise in viele Länder, um ihre Tänze zu erlernen. Aber Sir, waren Sie es nicht, der letztes Mal total zappelig war? Wissen Sie, der Heidi Ho sagte? Wie bitte? Ich verstehe nicht, was du meinst. Haben wir ihn schon mal gesehen? Ach, guck mal, das ist meine Liebesgeschichte hier, schau. Und die? Du, das Mädchen mit der Schleife. Wie heißt du? Ich heiße so und das ist Pui. Nett, dich kennenzulernen. Puff, puff. Puff, puff. Okay, die Pussy gefällt mir. Das war eine Liebesgeschichte, das war's auch schon wieder. Die gefällt mir, die Pussy so. Hey, hör mal, der Präsident der neuen Abenteuerliga in Naipam soll verlobt sein. Ich bin so eifersüchtig, dass die den Präsidenten ganz für sich hat. Oh, ich bin so frustriert. Es muss eine heiße Romanze zwischen den beiden gegeben haben. Das ist mein Traum. Was, eine Romanze? Oh, okay. Also Affäre, ich habe jetzt eine Affäre verwechselt. Romantik. Ich bin als größter Gummi bekannt, neues Restaurant. Oh Gott, das ist immer die Kamera. Aber was soll man machen eigentlich jetzt? Ich höre, dass dort immer könnte bla bla. Oh Gott, das ist ein Riesentext. So, was sagt ihr jetzt hier? Ich will den Traum, meinen verstorbenen Mann verwirklichen. Eine Ranch. Ich suche mein Glück in der neuen Welt. Messina. Dieser Kontinent. Also das war der alte. Ist so voll von Industrie und Dunst und so weiter. Da kann ich mir keine Ranch vorstellen. Die neue Welt ist genau das, die richtige Umgebung für eine Ranch. Es war schon eine Sache, meine Heimat aufzugeben. Okay. Aber das bringt uns nicht weiter hier, glaube ich. Sag mal, kleiner Matrose, wo kriege ich eine Fotoerlaubnis? Fotoerlaubnis? Keine Ahnung, was ist das? Fragen Sie meinen Captain. Kapitän, ich bin nämlich Fotograf, ich möchte ein Buch mit all meinen Fotos herausgeben. Okay, ich glaube, hier kommen wir auf keinen grünen Zweig. Wir gehen nochmal hoch an Deck. Was? Dich vielleicht. So. Magst du schon was trinken? Maischen. Na, danke. Hast du ein trockenes Holz? Ein bisschen doch, ja. Irgendwas ist komisch, ne? Schau, ich weiß kurz, wie ich bin. Ich trinke doch nochmal was. Ich spiele mal weiter. Aber ich weiß echt nicht, wo es lang geht. Da reden wir nochmal mit dem, was schrubben soll, okay? Hey, ist das nicht blau? Ich sah mich schon als Zögerkönig. Ja, der Captain muss mir irgendwo sein. Seid ihr zwei bereit? Wir fangen jetzt an. Oh, wisst ihr, wie es geht? Sagen Sie mir, wie es geht. Ich weiß es schon, also fangen wir an. Nee, sagen Sie mir, wie es geht. Das Geheimnis guten Bonans ist das ausgeglichene Verhältnis von Stärke und Geschwindigkeit. Oh, bitte. Drücke die X-Taste, das ist ganz unten. Also A, glaube ich. Um anzufangen, dann die X-Taste drücken, um Stärke und Geschwindigkeit zu erhöhen. Oh, jetzt kommt ein Minispiel, glaube ich. Wenn die Stärke aber über dem Maximum ist, wirst du müde. Deshalb am besten die Taste nicht gedrückt halten. Um die Stärke zu verringern, einfach die X-Taste lösen. Am besten läuft's, wenn die Stärke fast beim Maximum ist. Die Kunst ist, sich im Zaum zu halten. Du bekommst eine schöne Belohnung, nicht aufgeben. Seid ihr zwei bereit? Wir fangen jetzt an. Wisst ihr, wie es geht? Ich weiß es schon, also fangen wir an. Auf geht's, Chris. Oh, geil. Okay. Also, los! Also nicht Maximum. Ah, okay. Durchhalten, Michi. Durchhalten, du kannst es schaffen. Ist es ungefähr Maximum? Ja, ich glaube schon. Also, du sollst aber nicht ganz Maximum gehen. Ja. Du schaffst es, Michi. Was ist jetzt Mitte? Oh, du packst es. Immer wieder drücken. Das ist Button-Mashing. Sehr gut, Michi. Die beiden. Oh, Pui so. Und Super waren aber ganz schön lange. Ja, Pui ist auch lustig. Geil! Keine 30 Sekunden gebraucht. So. Warte, habe ich nicht gecheckt. Ich muss ja nochmal drücken. Mach süß. Geil, ist fertig. Nach einer Bahn, hey. Du musst doch drücken. Nun gut, ich denke, ihr seid fertig. Das nächste Mal wird es aber besser. Hui, das ist aber harte Arbeit. Müssen wir das jeden Tag machen? Putzen gehört zur Ausbildung. Nun genug für heute. Geht in eure Kajüten und ruht aus. Machen wir das mal, würde ich sagen, oder? Sehr gute Kameraführung, Michi. Hast dran eine Arbeit. Hab das gelernt. Sehr gut. So,
Jetzt haben wir hier die Dosen. Hast du die leer schon? Das ist gar nicht leer. Was jetzt? Du lässt hier die Dosen, ne? Ich hab dir noch was drin gelassen. Danke. Danke. Ach stimmt, du musst ja nie kajüten. Ich wäre jetzt hinten runtergegangen, vorne meine ich. Ja, teure. Was? Ihr habt eure ganze heutige Arbeit erledigt. Ausgezeichnet. Seht aber müde aus. Schlaft euch gut aus. Autsch, au, mir tun alle Knochen weh. Das ist bloß Muskelkater, so. Da gewöhnst du dich dran. Heute übernehme ich auch einen Teil von deiner Arbeit. Was? Vielen Dank, Justine. Mei, oh mei. Mei, oh mei. Thank you. So. Hey, jetzt mal, wie wär's mit Arbeiten? Oder wollt ihr heute ausruhen? Ein bisschen will ich noch arbeiten. Oh, speichern. Nee, wollen nicht mehr arbeiten, oder? Ich würde sagen, nö. Was soll ich dann machen, Chris? Nö. Ja, die andere Antwort wählen. Nö. Ich will jetzt mal ankommen auf Neuparm. Wie schaut denn das aus? Ich. Nun gut, achso. Ups. Ich bin, dass wir jetzt Arbeit übersprungen haben. Wir müssen doch Arbeit überspringen, oder? Kommst du an dem vorbei, oder? Ne. Ne. Du musst wieder mit dem anderen reden. Ja, kommst du vorbei, ne? Mhm. Easy. Sollen wir zum Captain gehen? Ich glaube, heute da ist immer. Schauen wir mal, aber da ist er, genau. Besen umflogen. Was? Besen umflogen. So. Ja, das ist Grandi, ja. Die Dampferfahrt läuft in Echtzeit ab. Das heißt, wir brauchen wirklich 2 Wochen, oh, bis wir in dem Spiel in ein paar ankommen. Nein, Spaß. Ich hoffe mal, dass es irgendwie schneller geht. Aber ich habe ehrlich gesagt, wie gesagt, keine Ahnung mehr. Nee, nichts da. Wie das Spiel weitergeht. Wie das mal. Geh doch mal zu dem Typ hier mit dem Bonan da. Ich glaube, wir müssen mal bonern. Ja, da war das, oder? Ja? Tja, sieht aus wie ein weiterer arbeitsreicher Tag. Seid ihr zwar bereit? Wir fangen jetzt an. Wisst ihr, wie es geht? Ja, wisst ihr, wie es geht. Darf ich jetzt mal? Halt mal dabei, oder? Schon los. Wenn du anfängst und drücken, ist das. Come on! Mach nix! Come on! Am Anfang dauert es ein bisschen länger. Schneller! Das ist aber anstrengend! Schneller! Oh Gott! Ich hab schon verkackt! Ich hab schon verkackt! Schaffe ich niemals in 30 oder unter 30. Ich kann nicht mehr! Ich kann echt nicht mehr! Come on! Das ist anstrengend! Fucking! Mann, wie geht denn das? Wie hast du das so schnell gemacht? Ach, kann ich sagen? Das kann. Aber ich pack das, guck mal, jetzt schon drunter. Ich hab nicht mal die Hälfte. Bin jetzt schon drunter. Mein Daumen kann schon nicht mehr. Scheiße. Zu schnell geht's nicht, oder? Alter, ja, und jetzt? Hast du es verloren, oder? Fuck. Ey, ich glaube, das ist schwieriger gewesen als beim ersten Mal. Das kann sein, ja. Ach so, ist es. Nee, Power? Ich muss doch bis zum Ende machen, oder was? Ja. Oh Gott! Ich glaube, das war ein Spiel höherer Schwierigkeitsgrad als vom ersten Mal. Bin ich mir sicher. Ich muss mal. Es geht nichts mehr. Was? Es geht nichts mehr. Doch, ich muss noch. Das macht er automatisch, oder? Achso, ich habe jetzt abbrechen gedrückt, glaube ich, so. Diese rechte Taste. Nichts haben. Hey, was ist das? Das ist aber nicht besser als gestern. Wir warten einen wichtigen Gast und diese Decks sind eine Zumutung. Wichtiger Gast? Ist jemand auf dem Schiff wichtiger als der Kapitän? Halt den Mund! Das geht euch nichts an. Los ab ins Bett! Wollen aber nur putzen. Was? Wollen nur mal putzen. Nein. Oh. Gut, die Linse ist super sauber. Also kann das Licht weit leuchten. Oh. Sag mal, wofür ist die große Lampe? Weißt du das etwa nicht? Für Signale. Matrosen und Abenteurer benutzen Lampen für Signale. Der Gast wird bald an Bord sein. Und wir brauchen ein Signal für ein Boot. Ein Gast? Mit einem Ozean? Natürlich, das ist kein Wunder. Unser Gast ist der größte Abenteurer von Neuparm. Oh. Ein Abenteurer? Es gibt nur wenige Wüsteninseln hier. Unser Gast ist dort auf der Suche nach einem alten Schatz. Oh. Wir fangen morgen früh mit den Vorbereitungen für den Gast an. Also verschlaft euch nicht. Aye, aye, Captain. Cool, der größte Abenteurer von Neuparm. Bin auch gespannt, was das wird. Was hat dies zu werden? Oh, schau, Schmei. Schie. Ramondisch. Ramondisch.
Romantisch. Romantisch, romantisch. Wo ist der Unterschied? Romantisch. Where is the difference? You rookie romantic. Rookie romantic. Du sagst dich für mich. Mhm. Da ist noch was drin. Oh, da glitzert was. Das ist Licht. Das ist Licht. Oh, da, oh, oh. Da hat das Licht geleuchtet. Ein Gast? Hey, Sue, was meinst du? Wie wird dieser größte Abenteurer von Neupalm wohl sein? Ob das wohl eine Hühne ist, mit Zottelbart und vor Muskeln strotzend? Brabbel, brabbel. Oh ja, oh ja. Der hat sicher an die fünf Arme, brabbel, brabbel. Ach, die schläft noch an. Ich frag mich, was ich in der Abenteurerliga wohl lernen werde. Fallen entschärfen, Tipps zur Monsterbekämpfung, verflixt. Ich kann nicht einschlafen. Pui, stell auch hin. Jetzt legt er sich doch hin. Meinst du, so liebevoll animiert, so geil? Es ist so schade, dass es das Spiel nicht mehr gibt, Mensch. 1997 ist das Spiel erschienen. 97. Das ist schon krass. Hey, kannst du denn aufstehen oder wirst du... Was? Oder wirst du Home putzen? Hey, Justin! Oder du wirst runtergeputzt. Runtergeputzt. Hey, Justin, ne? Oh, ein bisschen. Nur ist 10, 10. Jetzt komm mir nicht so. Die haben doch gesagt, man soll früh aufstehen, weil der Abenteurer kommt. Was machst du denn da noch, so? Beweg dich, sonst gehe ich alleine. Hä? Ich habe auf dich gewartet. Mal die Purben. Okay. Die Purben. Kann ich hier nur irgendwas machen? Nee. Oh, doch hoch! Das war ich. Hau doch auf. Soll ich noch hoch? Hau doch ab, oder was hast du gesagt? Du ich wollte deine Geräusche nachmachen. Was geht mit dem ab? Der. Ja! Ja, oh ja! So vielleicht. Der Kerl da. Was macht denn der? So was Dummes. Sieht idiotisch aus. Hey du, was machst du da? Oh, das meinst du? Das ist der Gruß cooler Seeleute und Abenteurer. Oh. Den muss man lernen, damit man ein ausgewachsener Mann wird. Was du nicht sagst, dann muss ich ihn auch beherrschen. Nein, nein, so mit der Hand nach oben. So meinst du? Cool. Oh Mann, jetzt siehst du aus wie ein Idiot. Ja. Hey, du machst das verdammt gut. Mit denen rede ich jetzt mal nicht. Ich habe keinen Bock mehr auf die Leute hier. Ich geh jetzt an Dick. Hey, ganz ehrlich, wenn man lang auf See ist, dann gehen einem die Leute irgendwann auf den Sack. Glaube ich echt so. Auf den Sack, wenn man sie jeden Tag sieht und wenn man jedes Tag mit denen zu tun hat, so. Kann schon nervig wirken. Echt? Ich glaube schon. Bin ich auch nervig. Hi, wir sind ja nicht auf See. Ach so. Ist ja zu spät dran. Seht mal, der größte Abenteurer von Neupalm ist da drüben. Ihr solltet mal Hallo sagen. Hallo. Wo ist er denn? Wo ist denn da drüben bitte? Am Bug oder am Heck? Okay, das ist das Heck. Dann wird er wohl am Bug sein. Oh, du kennst ja auf Schiffen aus. Natürlich. Und wie heißt das? Was viele gar nicht wissen, ich bin ja ein alter Seemann und hab viel auf der See gedient. This is the treasure you brought back? Incredible! Man, you sure are a first-rate adventurer. I'm home. You all haven't changed a bit. Yo, Fina! Now it's my turn! Yo there! Welcome home, Fina. Boy, I missed you. How you been? I'm doing great. And the treasure, as you can see, it's just perfect. Fina! You've outdone yourself again. I'm so happy to see your smiling face. Long time no see, Captain. You look well, too. Fina, I thought I'd never see the golden legacy of the legendary pirate Warren with my own two eyes. Isn't it great? To tell the truth, I had a bit of trouble. It was one trap after another. Whoever set them sure had a bad attitude. They might catch some bumbling adventurer, but they can't catch me. At the very end, though, I thought I was done for. When I had these giant boulders on my tail, but I quickly found a cave in the side and jumped in. Whoa, hang on. Let's not waste a good story. Let's go sit down. You can take your time and tell me about your adventure down below. I'll have the men carry your treasure. Okay, Captain. Can you guys take care of this stuff?
Yeah, sure. Huch! Wer seid ihr zwei? Noch nie davor gesehen. Nun, ich bin Justy. Wow, ein Mädchen! Der größte Anteil in der neuen Welt ist ein Mädchen? Das ist doch cool und hübsch ist sie auch noch. Stimmt's, Justin? Hihi, danke. Captain, können Sie uns vorstellen? Natürlich, Fina. Das sind unsere Schiffsjungen, Justin und Sue. Ich heiße Fina. Freut mich. Sag mal, Justin, begrüßen wir Sie mit dem 5-Hochgruß. Okay, dann haben wir ja gerade geübt. Ich bin Justin. Freut mich. Wisst ihr denn nicht? Dieser Gruß gilt nur, wenn ihr richtigen Matrosen seid. Okay, jetzt geben wir uns die Hand. Der 5-Hochgruß heben wir uns auf, bis ihr richtige Matrosen seid. Komm weiter, Fina. Vergiss die Arbeit nicht. Justin? Ihr zwei, viel Glück bei der Arbeit. Tja, sollen wir gehen, Captain? Tja. Ach, sie hat mich wie ein Kind behandelt. Aber sie ist so cool. Ich wäre gern wie sie. Der größte Abenteurer in der neuen Welt. Sie war ziemlich clever. Tja. So, meine Schiffsreise geht weiter in dem tiefen blauen Meer. Meer.